Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 25 und es wird um Skalarfelder gehen. Sie wissen bereits, dass ein Skalarfeld eine reellwertige Abbildung ist, die auf einem Gebiet definiert ist, das eine Teilmenge des Rn ist. Also eine Funktion von Rn nach R. Und das ist sozusagen genau die konträre Situation zur Kurve, die ja eine Abbildung von R nach Rn ist. So, zu den wichtigsten Begriffen, die wir in diesem Kapitel einführen werden, zählt zum einen der Begriff der Niveaumenge. Dann der Begriff des Gradienten. Wir werden dann verschiedene Eigenschaften von Skalarfeldern untersuchen und insbesondere auch den Mittelwertsatz für Skalarfelder beweisen. Ja, hier sehen Sie auch schon die Definition der zentralen Objekte dieses Kapitels. Wir nennen eine Funktion f, die auf einem offenen Gebiet des Rn definiert ist und Werte in R annimmt, ein skalares Feld oder einfach ein Skalarfeld auf Omega. Und wenn wir jetzt eine reelle Zahl c fixieren, dann können wir diese Menge hier definieren, die Menge aller Punkte aus Omega, die mit f auf c abgebildet werden. Das ist einfach die Urbildmenge der Menge c unter f. Und wir nennen diese Menge die Niveaumenge von f zum Niveau c. Wir werden später Beispiele sehen, warum das eine intuitive und vernünftige Bezeichnung ist. Dann als letztes führen wir den Gradienten von f in den Punkt x ein. Dazu müssen wir annehmen, dass f eben partiell differenzierbar ist, insbesondere in dem Punkt x. Und wir können dann also diese partiellen Ableitungen nach x1 bis xn uns ansehen und wir können diese n reellen Zahlen, die dort rauskommen, eben als zu einem Vektor im Rn zusammenfassen und diesen Vektor nennen wir dann den Gradienten von f im Punkt x. Und die Notation ist diese, die Sie hier sehen. Man spricht dieses auch aus als Nabla f. Also dieses Dreieck, das auf der Spitze steht, ist das Nabla-Symbol. Ja, der Gradient von f steht in einem engen Zusammenhang zur Jacobi-Matrix von f und zur totalen Ableitung von f. Nehmen wir also mal an, dass f im Punkt x nicht nur partiell differenzierbar ist, sondern wirklich differenzierbar. Dann können wir uns die Ableitung anschauen, also die fx. Und das war nach Definition eine lineare Abbildung vom Rn nach R. So, wenn wir diese lineare Abbildung mal anwenden auf einen Vektor im Rn, sagen wir den Vektor h, ich bezeichne wie immer die Einträge, die Koeffizienten von h mit h1 bis hn, dann können wir das Ergebnis darstellen mit Hilfe der Jacobi-Matrix. Das wäre dann die Jacobi-Matrix mal den Vektor h. Die Jacobi-Matrix in diesem Beispiel wäre eine 1 Kreuz n-Matrix. Und wenn wir diese ausschreiben, dann steht hier gerade die Summe j gleich 1 bis n. Dann kommt die partielle Ableitung nach xj von f an der Stelle x mal die j-Komponente von h. Und wenn wir uns das mal hier genau ansehen, dann stellen wir fest, das ist ja ein Skalarprodukt zweier Vektoren und der eine Vektor ist gerade der Gradient von f, während der andere Vektor gerade die Richtung h ist, in der wir differenzieren. So, das heißt also, für Skalarfelder können wir die Ableitung vollständig verstehen, indem wir uns einfach den Gradienten von f ansehen. Und ein Gradient ist ein viel einfacheres Objekt, das ist einfach ein Vektor im Rn, während eine totale Ableitung zunächst mal eine lineare Abbildung ist, was auch nicht viel komplizierter ist, aber auf einer, sagen wir mal, Abstraktionsebene höher liegt. Ja, wir können uns ein erstes Beispiel ansehen. Wenn wir eine symmetrische Matrix haben, eine n-Kreuz-n-Matrix, dann wird hierdurch eine quadratische Funktion definiert und diese ist insbesondere ein Skalarfeld auf Rn. Und wir haben bereits in einem der vorangegangenen Lernvideos nachgerechnet, dass die Ableitung von diesem f gerade hierdurch gegeben ist.
durch diese lineare Abbildung. Und dann sieht man hier schon, das ist ja gerade ein Ausdruck, wo das Standard-Skalarprodukt vorkommt. Und gerade hatten wir diskutiert, dass wir eben diesen Ausdruck mit Hilfe des Gradienten ausdrücken können. Und das kann man hier auch. Und dann sieht man, dass der Gradient von f an der Stelle x gerade zweimal die Matrix A mal x ist. Und da haben wir ein Matrix-Vektorprodukt. Die obige Rechnung zeigt auch, dass wir eben mit Hilfe des Gradienten einfach die Richtungsableitung aufschreiben können. Und das ist in diesem Korollar nochmal zusammengefasst. Wenn wir eine offene Menge haben und eine Funktion, ein Skalarfeld auf Omega und eine Richtung E, und wenn wir annehmen, dass das Skalarfeld in dem Punkt x differenzierbar ist, dann gilt eben, dass die Richtungsableitung im Punkt x in Richtung E nichts anderes ist als der Gradient von f im Punkt x mal, also Standard-Skalarprodukt mit der Richtung E. Ja, hier nochmal eine Bemerkung. Als wir den Gradienten eingeführt hatten, hatten wir nur angenommen, dass f partiell differenzierbar ist. Nämlich dann kann man eben die partiellen Ableitungen aufschreiben und den Gradienten überhaupt sinnvoll definieren. Wenn man jetzt den Zusammenhang zwischen Gradient und der Ableitung oder auch der Richtungsableitung herstellen möchte, dann reicht es nicht aus, dass wir nur partielle Differenzierbarkeit fordern. Das heißt, dieses Korollar gilt nicht, wenn f nur partiell differenzierbar ist. In diesem Fall können wir Richtungen finden, für die zum einen dieses Objekt nicht definiert ist und damit auch diese Identität nicht gilt. Und das ein Beispiel für so eine Funktion wäre dann jene aus Beispiel 261. Dort wird eine Funktion diskutiert, die eben partiell differenzierbar ist, aber nicht total differenzierbar. Ja, der Gradient besteht ja oder ist aus partiellen Ableitungen zusammengesetzt. Und für partielle Ableitungen haben wir bereits Rechenregeln, zum Beispiel die Summenregel oder auch die Produktregel, uns überlegt. Und aus diesen folgen dann direkt diese Rechenregeln für den Gradienten. Beispielsweise, wenn wir eine Linearkombination haben, zweier Skalarfelder f und g, und das Lambda hier ist eben ein Skalar, dann ist der Gradient dieser Linearkombination gerade die Linearkombination der Gradienten. Und die Produktregel sieht nun so aus. Und die schreibt man sich eben komponentenweise auf und sieht dann, dass man gerade die Produktregel hat für die partielle Ableitung. Ich habe hier mal die Punkte hingeschrieben. Das sind keine Skalarprodukte hier, sondern dieses hier ist eben das Produkt in R, beziehungsweise ja, das Produkt in R. Und diese Punkte hier ist die Multiplikation im Vektorraum mit einem Skalar jeweils. Ja, zur Kettenregel wollen wir noch mal ein bisschen ausführlicher rechnen. Und dazu schauen wir uns zum einen ein Skalarfeld auf dem Rm an und dann eine Abbildung vom Rn nach Rm. Und zwar eine sehr spezielle. Wir schauen uns hier einfach erstmal eine lineare Abbildung an. Also A ist hier eine Matrix und die hat eben m Zeilen und n Spalten, sodass hierdurch tatsächlich eine Abbildung von Rn nach Rm definiert wird. Und dann schauen wir uns die Komposition an dieser beiden Abbildungen. Und das ist dann eine Abbildung von Rn nach R, das heißt, es ist ein Skalarfeld auf Rn. Und es gilt nun eben, dass U von x gerade die Komposition ist von G und F. Und wenn man das ausschreibt, dann ist U von x nichts anderes als G an der Stelle Ax. So, und wir möchten jetzt den Gradienten von U bestimmen. Dazu schreiben wir erstmal den Gradienten von U auf und wir wenden ihn auf eine Richtung h an. Das heißt, wir bilden das Skalarprodukt dieses Gradienten mit einem Vektor h im Rn. Ja, zunächst muss man ja sagen, dass aus der Kettenregel folgt, dass da g differenzierbar ist und f als lineare Abbildung ja auch differenzierbar ist.
so auch u-differenzierbar und damit partiell differenzierbar ist. Und damit können wir den Gradienten erstmal hinschreiben. Und wir haben gerade ja schon gesehen, dass also Grad u an der Stelle x Skalarprodukt mit h dasselbe ist wie die Ableitung von u in Richtung h. Ja, mit der Kettenregel sehen wir, dass dieses Objekt hier auch geschrieben werden kann als die Ableitung von g an der Stelle f von x in Richtung des Vektors, den wir bekommen, wenn wir wenn wir f ableiten in Richtung h. Okay, und jetzt ist f ja eine sehr einfache Abbildung. Das ist gerade eine lineare Abbildung. Das heißt, was hier steht, ist nichts anderes als das Matrix-Vektorprodukt von a mal h. Und nach Definition ist das hier auch nichts anderes als a mal x. Das heißt, was wir hier bekommen, ist also dg ax a mal h. Ja, letztlich können wir jetzt auch die Ableitung von g mit Hilfe des Gradienten von g aufschreiben und dann steht hier der Gradient von g an der Stelle ax, Skalarprodukt mit dem Vektor a mal h. Und jetzt kann man noch das a auf die andere Seite bringen, indem man diese Matrix a transponiert. Dann hat man hier stehen a transponiert, Gradient von g an der Stelle ax, Skalarprodukt mit h. Und hieraus folgt nun, dass der Gradient von u gerade a transponiert, Gradient von g an der Stelle ax ist. Warum folgt es daraus? Nun, wir könnten bei dieser Rechnung hier, war es egal, welchen Vektor h wir wählen. Wir können insbesondere dort die Einheitsvektoren wählen und sehen dann, dass jede Komponente von Grad u mit der entsprechenden Komponente der rechten Seite übereinstimmt. Also wir haben jetzt auf alle Fälle diese Identität nachgewiesen. Und wenn wir jetzt nicht genau diese Matrix A hinschreiben möchten, sondern den Ausdruck mit Hilfe der Jacobi-Matrix von F ausdrücken möchten, dann sehen wir, dass hier also die Jacobi-Matrix der Abbildung F steht, transponiert, dann kommt der Gradient von G und dann steht hier F von x. Das liegt daran, dass F eben als lineare Funktion definiert ist. Und das, was hier steht, ist nun die allgemeine Formel, die auch dann gilt, wenn f nicht linear ist, sondern einfach eine differenzierbare Abbildung. Ja, und diese Kettenregel ist hier jetzt noch in diesem Lemma zusammengefasst. Sei also g ein Skalarfeld auf Rm und f eine Abbildung von n nach Rm und beide seien differenzierbar. Dann ist auch die Komposition differenzierbar, also ein differenzierbares Skalarfeld auf Rn. Und wir haben diese gerade ausgerechnete Rechenregel, die Kettenregel für den Gradienten. Und den Beweis haben Sie im Grunde gerade gesehen, für den Spezialfall, dass f linear ist und der allgemeine Fall geht genauso. Wir möchten als nächstes ein kleines Anwendungsbeispiel geben, wie Skalarfelder in der mathematischen Modellierung eben auftauchen. Aber bevor wir das tun, möchten wir uns kurz die Frage stellen, wie man denn so ein Skalarfeld am besten visualisiert. Ja, eine Möglichkeit, ein Skalarfeld zu visualisieren, besteht darin, einfach den Graphen der Funktion darzustellen. Das geht ganz gut, wenn das Skalarfeld auf einem Gebiet im R2 definiert ist, denn dann ist der Graph ja eine Teilmenge des R3. Zur Erinnerung, der Graph eines Skalarfeldes oder einer beliebigen Abbildung ist ja die Menge von Paaren x, ux und wobei x eben aus Omega, aus dem Definitionsgebiet kommt. Und wenn jetzt Omega eine Teilmenge vom R2 ist und u ein Skalarfeld, dann ist dieses hier eine Teilmenge vom R3. Und solche Teilmengen kann man noch ganz gut visualisieren, denn man kann eben zweidimensionale Projektionen zumindest auf dem Computer gut darstellen. Und hier sehen Sie eine Möglichkeit, dies zu tun, eben mit GeoGebra. Und zwar ist hier dieses Skalarfeld, das hier unten steht, visualisiert. Das ist eine, wenn man so möchte, eine gestörte, nach unten geöffnete, nicht Parabel, sondern ein gestörter, nach unten geöffneter Paraboloid. Also es wäre ein Paraboloid, wenn dieser Vorfaktor einfach konstant wäre.
Und hier sehen Sie jetzt diese Visualisierung in GeoGebra. Da sehen Sie die X1-Achse und die X2-Achse. Sie sehen, wie entlang der X1-Achse eben solche Oszillationen auftauchen. Das kommt hier von dem Sinus. Und entlang der X2-Richtung hat man immer diese Parabeln, die nach unten geöffnet sind. Und in GeoGebra können Sie eben die Funktion eingeben, dann wird dann sowas angezeigt und Sie können dann hier den Funktionsgraph aus verschiedenen Richtungen sich ansehen. So, die blaue Achse ist die Achse, die für den Funktionswert steht. Das heißt, der Funktionswert wird hier als Höhe, wenn man so möchte, dargestellt. Eine alternative Möglichkeit ist es jetzt nicht, den Graphen der Funktion darzustellen, sondern die Niveaumengen. Und dann spricht man von einem Konturplot oder von einem Levelset-Plot. Und das sehen Sie hier. Hier in diesem Bild sehen Sie eben farblich die Niveaumengen dargestellt. Das heißt, die verschiedenen Farbtöne entsprechen einfach einem Wertebereich für die Bildwerte der Funktion U. Ein helles Grün bedeutet, dass dort das Skalarfeld U größere Werte hat und dunkel bedeutet, dass dort die Werte von U eben klein sind. Sie haben hier zwei Achsen. Zum einen haben Sie hier die X1-Achse und zum anderen haben Sie hier die X2-Richtung. Der Ursprung ist jetzt ungefähr hier. Ich könnte jetzt noch das Koordinatensystem einzeichnen. Ja, und diese Linien, die hier eingezeichnet sind, das sind die sogenannten Niveaulinien. Das sind genau die Niveaumengen. Also im Falle von Skalarfeldern auf R2 sind eben die Niveaumengen typischerweise dann Niveaulinien, außer das Skalarfeld ist halt flach. Das werden wir dann schon noch sehen. Und Sie haben halt sozusagen hier diese Linien eingezeichnet und wenn Sie entlang dieser Linien laufen, bleibt der Wert des Skalarfeldes eben konstant. Und es sind natürlich nicht alle Niveaulinien eingezeichnet, sondern nur eine Auswahl. Sonst würde das Bild auch nicht mehr so einfach aussehen. Ja, und das hier ist eben der Konturplot oder die Visualisierung der Niveaumengen dieses Skalarfeldes hier unten. Das heißt, hier sehen Sie für das gleiche Skalarfeld zwei verschiedene Visualisierungen. Ja, solche Konturplots oder Visualisierung von Niveaumengen, das kennen Sie zum Beispiel, wenn Sie Wanderkarten lesen. Und das führt uns nun zu diesem Beispiel hier. Hier können wir etwa mit Hilfe eines Skalarfeldes eine Gebirgslandschaft in dem Wanderareal beschreiben. Dabei präsentieren wir eben das Wanderareal durch eine Teilmenge des R2, des Definitionsgebietes unseres Skalarfeldes. Und das Skalarfeld, das hier U genannt ist, und eben eine Abbildung ist von Omega nach R, soll dann angeben, wie an einem Ortspunkt X in Omega gerade die Höhe über dem Meeresspiegel meinetwegen dieses Ortspunktes ist. Okay, und in solchen Wanderkarten oder topografischen Karten sind dann diese Niveaulinien, die Niveaumengen, die wir hier ja so bezeichnet haben, wobei C dann in diesem Fall die Höhe bezeichnen würden, eben auch als Höhenlinien eingezeichnet. Das heißt, Sie könnten jetzt das, was Sie hier sehen, als ein Höhenlinienbild oder eine topografische Karte von dem Wanderareal verstehen. Ja, und wenn Sie dann entlang diesen Linien laufen, dann müssen Sie weder bergab noch bergauf gehen. Und wenn Sie in andere Richtungen gehen, die eben nicht entlang dieser Linien sind, müssen Sie entweder bergauf oder bergab gehen. Ja, wir nehmen jetzt mal an, dass also das Skalarfeld U, welches unser Höhenprofil unseres Wanderareals beschreibt, differenzierbar ist. Und wir könnten uns jetzt einen Punkt X herauspicken, das sei mal der Punkt X hier, und eine Richtung E. Also die Richtung E ist ein Vektor zunächst mal. Ich mache mal hier ein Koordinatensystem, hier ein x1, x2 und das wäre jetzt eine Richtung E, ein Einheitsvektor. Und wenn man das jetzt aber hier einzeichnen möchte, dann möchte man jetzt sich vorstellen, dass man
im Punkt X steht und in Richtung E vielleicht wandern möchte. Und dann kann man sich die Richtungsableitung von unserem Skalarfeld eben ansehen. Also das sollte hier kein F sein, sondern ein U. Wenn wir uns also die Richtungsableitung von U in Richtung E am Punkt X ansehen, dann ist es nach Definition gerade dieser Ausdruck, dieser Grenzwert des Differenzenquotienten. Und wir haben dann festgestellt, das ist ja nichts anderes als der Gradient im Punkt X, Skalarprodukt mit E. Und was das eben ausdrückt, wenn man sich das mal anschaut, man steht also am Punkt X und schaut sich dann die Höhe an, am Punkt X plus H mal E, und H wird immer, immer kleiner. Das heißt, diese Richtungsableitung gibt in diesem Anwendungsbeispiel eben an, wie sich, wenn man in infinitesimal kleines Stück in Richtung E vom Punkt X loslaufen würde, wie sich da die Höhe ändern würde. Ja, und da können nun verschiedene Situationen auftauchen. Wenn wir am Punkt X stehen und der Gradient beispielsweise 0 wäre, dann würde das bedeuten, egal in welche Richtung wir loslaufen würden, die Höhe würde sich zunächst mal nicht ändern, also wenn wir ein infinitesimal kleines Stück laufen würde. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir uns auf einer Hochebene befinden. Gut, und wenn jetzt der Gradient ungleich 0 ist, in diesem Fall, dann gibt es natürlich eine Richtung, in der sich die Höhe ändert. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, in welche Richtung muss ich denn laufen, um in Richtung des steilsten Abstieges zu wandern? Und das kann man jetzt mathematisch formulieren. Dazu schaut man sich die Abbildung an, die jede Richtung nimmt, also jeden normierten Vektor im Rn und auf das Skalarprodukt vom Gradienten von U mit E eben abbildet. Und jetzt stellt man zunächst mal fest, wir wissen bereits, das ist eine kompakte Menge, die ist abgeschlossen und beschränkt im endlich-dimensionalen Vektorraum. Und diese Abbildung hier ist stetig, das Skalarprodukt ist ja liefert aufgrund der Cauchy-Schwarz-Ungleichung eben die Stetigkeit dieser linearen Abbildung. Und damit existiert eben ein Minimum und ein Maximum für dieses Funktional. Und dann kann man ausrechnen, ja, das Minimum ist gerade dann erreicht, wenn wir für E minus den normierten Gradienten am Punkt X verwenden. Also wenn wir den Gradient ausrechnen, den normieren und dann in die entgegengesetzte Richtung gehen, dann gehen wir in die Richtung des steilsten Abstiegs. Dieser Vektor hier zeigt in die Richtung des steilsten Abstiegs. Und wenn wir das Vorzeichen umkehren, dann gehen wir in die Richtung des steilsten Anstiegs. Das heißt, in diesem Bild wäre vermutlich der steilste Anstieg in diese Richtung, während der steilste Abstieg in diese Richtung zeigen würde. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel beschreiben wollen, welchen Weg wir entlang wandern in diesem Wanderareal, dann können wir dazu eine Kurve benutzen. Die ist hier f genannt, das ist also eine Abbildung von dem Intervall AB nach Omega, und Omega ist diese, enthält sozusagen dieses Quadrat, das hier visualisiert ist, ist das Definitionsgebiet unseres Skalarfeldes, welche die Höhe beschreibt der Gebirgslandschaft. Und wir nehmen mal an, dass die Kurve differenzierbar ist, und dann können wir diese Verknüpfung anschauen von dem Skalarfeld und dem Weg. Und vielleicht kann ich hier den Weg mal visualisieren. Das ist also mein Intervall AB, und das F bildet das Intervall auf eine Kurve ab. Und die Kurve könnte beispielsweise hier starten und hier enden. Und entlang dieser Kurve ändert sich, wie man hier an dem Bild sieht, die Höhe der Gebirgslandschaft, und die Rate, mit der sich die Höhe ändert, ist eben die Ableitung von dieser Komposition. Und mit Hilfe der Kettenregel, die wir uns gerade klar gemacht haben, ist die Ableitung dieser Komposition nichts anderes als der Gradient am Kurvenpunkt mal den Tangentialvektor der Kurve am richtigen Punkt. Tangentialvektor kann ich auch mal anzeichnen, der würde eben hier so aussehen. Das wäre also F' am Punkt T, wenn dieser Punkt F von T wäre. Ja, und nun kann es natürlich passieren, dass
diese Ableitung immer 0 ist. Das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn man an diese Rechnung hier oben denkt, wenn der Gradient orthogonal steht auf dem Tangentialvektor unserer Kurve f, die ja den Wanderpfad beschreibt. Und dann haben wir also es hier mit einer Abbildung zu tun, deren Ableitung 0 ist. Das hier ist eine Abbildung von AB nach R. Und wenn dort für so eine reelle Abbildung einer Variablen eben die Ableitung verschwindet, dann heißt das nichts anderes, dass diese Funktion konstant ist. Das heißt, wenn wir einen Weg gehen mit dieser Eigenschaft, dann ändert sich die Höhe nicht entlang des Weges. Und ein Beispiel für so einen Wanderpfad wäre eben einer, der zum Beispiel auf dieser Niveaulinie startet und dann an der Niveaulinie entlang spaziert. Ja, das motiviert nun folgende Definition. Und zwar möchten wir definieren, was ein Tangentialvektor an der Niveaumenge ist. Dazu sei jetzt Omega eine offene Teilmenge des Rn, f ein Skalarfeld auf Rn, differenzierbar und x ein Punkt im Definitionsbereich. Und wir nehmen an, dass der Gradient dort nicht verschwindet. Und dann schauen wir uns die Niveaumenge an, die zu dem Niveau gehört, welches durch den Funktionswert von f bei dem Punkt x, den wir betrachten, eben gegeben ist. Und wir nennen dann jeden Vektor im Rn, der orthogonal steht auf dem Gradienten, einen Tangentialvektor an die Niveaumenge. So, und eine Beobachtung, die man mit Hilfe der linearen Algebra beweisen kann, ist, dass eben die Menge aller Tangentialvektoren an die Niveaumenge in dem Punkt x gerade ein n minus 1 dimensionaler Unterraum des Rn ist. Das ist klar, denn das hier ist eine lineare Gleichung. Und zwar eine lineare Gleichung mit n Unbekannten, und weil dieser Vektor nicht 0 ist, ist der Lösungsraum eben n minus 1 dimensional. Und wir nennen jetzt diese Menge aller Tangentialvektoren, diesen Unterraum, den nennen wir den Tangentialraum. Und wenn wir den an die richtige Stelle im Raum schieben, dann nennen wir diese Menge eben die tangentialen Ebene an die Niveaumenge von f im Punkt x. Um so ein Bild zu zeigen, ich male mal hier wie soeben eine Niveaulinie auf. Wir sind hier dann im R2. Hier wäre jetzt meinetwegen der Punkt x. Und dann wäre die Tangentialebene, die in dem Fall einfach eine Gerade ist, eben die Menge, die ich hier gerade eingezeichnet habe. In höheren Dimensionen war das dann eben, zum Beispiel in R3, wäre es dann tatsächlich eine zweidimensionale Ebene und so weiter. Ja, und auch eine Beobachtung, die schon in dem Beispiel eben gemacht wurde, ist folgende. Wenn wir in der Situation sind von der Definition 271 und eine Kurve betrachten, die differenzierbar ist und die Eigenschaft hat, dass die Spur auf einer Niveau Menge liegt von f. Das heißt, entlang der Kurve ändert sich dann der Wert des Skalarfeldes nicht. Dann muss der Tangentialvektor der Kurve, also die Tangentialvektoren entlang der Kurve liegen dann immer im Tangentialraum zum entsprechenden Kurvenpunkt. Und das ist einfach zu sehen. Man schaut sich einfach die Verknüpfung an von der Kurve g und dem Skalarfeld f. Wir wissen nach Voraussetzung, dass diese so definierte Funktion konstant ist. Und als konstante Funktion ist die Ableitung 0. Und dann schreibt man die Ableitung nochmal mit Hilfe der Kettenregel anders auf, nämlich als Skalarprodukt des Gradienten von f und des Tangentialvektors an die Kurve. Und sieht dann hier die Orthogonalität. So eine andere wichtige Eigenschaft für Skalarfelder ist, dass wir einen Mittelwertsatz haben. Fürs Kurven hatten wir keinen Mittelwertsatz, also wenn der Bildraum mehrdimensional ist, gilt er nicht, aber wenn der Bildraum eindimensional ist, der Skalarkörper ist, dann haben wir einen Mittelwertsatz und der sieht eben wie folgt aus. Wir haben wieder eine offene Menge Omega, ich male die mal hier hin, offene Menge des Rn. Und ein differenzierbares Skalarfeld auf Omega. Und wenn wir uns jetzt zwei Punkte hier auswählen, x und y, mit der Eigenschaft, dass die Verbindungsstrecke von x nach y eben in Omega drin liegt, dann können wir
eine Zwischenstelle Xi finden, sodass eben hier diese Identität gilt, der Funktionswert, oder die Differenz der Funktionswerte des Skalarfeldes kann man ausschreiben als das Skalarprodukt des Gradienten an der Zwischenstelle Xi mal diesen Vektor von x nach y. Ja, die Beweisidee ist einfach. Man schaut sich wieder diese Funktion an, diese Funktion u hier. Was ist das? Das kann man sich vorstellen als zum einen die Verknüpfung der Streckenverbindung von x nach y verknüpft mit dem Skalarfeld f. Und wenn man das sich so ansieht, dann sieht man, wenn man für t gleich 0 einsetzt, dann steht hier f von x. Wenn man t gleich 1 einsetzt, dann steht hier f von y. Und für alle Werte t zwischen 0 und 1 erhält man hier aufgrund dieser Voraussetzung eben den Punkt, welcher im Definitionsbereich liegt und hat auf diese Art und Weise eine wohldefinierte Funktion. Und diese Funktion ist aufgrund der Kettenregel auch differenzierbar. Und dann ist es außerdem die Funktion von dem Intervall 0,1 nach r, und darauf können wir den Mittelwertsatz, den eindimensionalen Mittelwertsatz anwenden und erhalten dann eben zum einen die Existenz einer Zwischenstelle tau, sodass die Identität gilt, u' von tau ist gerade u von 1 minus u von 0. Das, was hier auf der rechten Seite steht, ist genau das, was wir haben wollen, f von y minus f von x. Und jetzt müssen wir nur noch u' von tau ausrechnen, und da rechnet man mit der Kettenregel und erhält eben diese Darstellung mit dem Gradienten von f. Und dann erhalten wir unsere Zwischenstelle, indem wir t gleich tau einsetzen. Das heißt, das Xi, das Gesuchte, ist nichts anderes als der Vektor x plus tau mal y minus x. Und damit hat man dann diesen Satz bewiesen. Die Details sehen Sie im Skript. Ja, und wir bekommen auch ein einfaches Korollar. Nämlich, wenn Omega offen ist und konvex, garantiert, dass immer Verbindungsstrecken zweier Punkte eben in Omega enthalten sind. Und wenn wir jetzt annehmen, dass wir ein Skalarfeld haben auf Omega, das differenzierbar ist und dessen Gradient verschwindet an allen Punkten, dann muss f konstant sein. Und wie sieht man das? Nun, man macht ein Widerspruchsargument. Angenommen, man findet zwei Punkte x und y, sodass f von x ungleich f von y ist. Dann kann man den Mittelwertsatz anwenden und sieht, dass eben die Differenz, die ja ungleich 0 ist, eben sich darstellen lässt mit Hilfe einer Zwischenstelle, mit Hilfe des Gradienten an einer Zwischenstelle mal diesen Vektor von x nach y. Und dann sieht man aber, dass aufgrund der Voraussetzung die rechte Seite immer 0 sein muss und hat einen Widerspruch. Das heißt, auf konvexen Gebieten sind Funktionen, deren Gradient 0 ist, tatsächlich konstant. Und das verallgemeinert die Beobachtung aus dem Eindimensionalen. Dass man hier das Konvex nicht weglassen kann, sieht man an einem einfachen Beispiel. Etwa könnte man für Omega 2 disjunkte Kugeln wählen und dann sagen, die Funktion f sei in der einen Kugel konstant 1 und in der zweiten Kugel konstant 2. Dann würde der Gradient überall verschwinden, aber die Funktion f wäre insgesamt nicht konstant. Und wir werden später in der Vorlesung sehen, dass man die Konvexität hier auch abschwächen kann und wegzusammenhängende offene Gebiete betrachten kann. Ja, abschließend möchte ich in dem Lernvideo bemerken, dass man das Konzept des Gradienten eben auch auf allgemeine Hilberträume ausdehnen kann. Und hierzu muss man erstmal beobachten, dass wenn man eine Funktion auf einem Hilbertraum hat mit Werten in R und diese differenzierbar ist, dann ist ja die Ableitung eine lineare Abbildung auf dem Hilbertraum mit Werten in R. Und jetzt zeigt man in der Funktionalanalysis später, dass man jede lineare Abbildung von H nach R, die stetig ist, darstellen kann mit Hilfe des Skalarproduktes und einem Element aus dem Hilbertraum. Das ist der Lissche Darstellungssatz, den Sie viel später mal beweisen werden. Und so kann man eben auch insbesondere die Ableitung darstellen mit Hilfe eines Vektors. Und dieser Vektor,
der eindeutig auch noch ist, das ist dann, der wird dann Gradient von f in diesem Punkt genannt. Und eine wichtige Sache, die man sich vielleicht jetzt schon merken kann, ist, dass eben der Gradient von f nicht nur von der Funktion abhängt, sondern auch vom Skalarprodukt. Das heißt, wenn ich auf einem Hilbertraum H ein äquivalentes Skalarprodukt einführe und eine Funktion f betrachte, dann ist die Funktion f genau dann in dem einen Hilbertraum differenzierbar, wenn sie auch in dem Hilbertraum ausgestattet mit diesem äquivalenten Skalarprodukt differenzierbar ist. Aber was sich ändert, ist der Gradient. Der Gradient ist durch einen anderen Vektor in H gegeben, denn der Gradient hängt vom Skalarprodukt ab. Okay, das wird uns aber in dieser Vorlesung jetzt nicht weiter beschäftigen. Was wir im nächsten Lernvideo machen werden, ist uns mit der Taylor-Entwicklung für Skalarfelder auseinanderzusetzen. Bis zum nächsten Mal.